Ja, servus zusammen. Was ist eigentlich eine Broteinheit und was ist eigentlich eine Kohlenhydrateinheit? Mit diesem Grundlagen für Neudiabetiker-Thema beschäftigen wir uns in diesem Video. Viel Spaß! Für insulinpflichtige Menschen ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, was eine Broteinheit, abgekürzt mit BE, und eine Kohlenhydrateinheit, abgekürzt mit KE, ist. Das ist eigentlich ganz einfach zu merken. Eine BE hat 12 Gramm Kohlenhydrate. Daher auch der Name Broteinheit, kommt davon, dass eine dünne Scheibe Weißbrot ca. 12 Gramm Kohlenhydrate hat. Eine KE dagegen entspricht 10 Gramm Kohlenhydraten. Jetzt ist es euch überlassen, welche der beiden Einheiten ihr verwendet. Am besten haltet ihr euch da auch so ein bisschen an euer Insulinschema. Aber was es mit einem Insulinschema auf sich hat, darüber sprechen wir in meinem nächsten Video. Wir müssen die Lebensmittel nun kategorisieren. Es gibt die Lebensmittel ohne Kohlenhydrate, die euch für die Berechnung der Einheiten einfach nicht interessieren. Zum Beispiel haben wir hier Fisch, Fleisch oder Käse. Dann gibt es aber auch die Lebensmittel mit Kohlenhydraten, wie jetzt zum Beispiel Nudeln, Reis, Obst oder halt auch Süßigkeiten. Die dritte Variante sind die Lebensmittel mit den insulinunabhängigen Kohlenhydraten. Gemüse mit wenig Kohlenhydraten müsst ihr da zum Beispiel auch nicht mit einberechnen. Beispielsweise eine Zucchini oder eine Zwiebel. Aber da müsst ihr euch auch so ein bisschen selbst durchprobieren. Heißt, wenn ihr jetzt viel Gemüse habt, schaut einfach mal, ob ihr vielleicht nur die halbe BE oder sowas spritzt oder nur eine Viertel der BE. Vielleicht braucht ihr auch gar keine. Das ist wirklich von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich beispielsweise muss für Gemüse gar nicht spritzen. Ich rechne Gemüse auch nicht mit ein. Jetzt mal ein Praxisbeispiel. Wir machen uns jetzt halt aus Linsennudeln, einer Paprika, etwas Tomatenmark und ein bisschen Milch. Ein ganz einfaches Gericht. Wenn wir jetzt 100 Gramm Linsennudeln nehmen, haben wir 50 Gramm Kohlenhydrate. Das davon Zucker interessiert uns nicht. Davon Zucker ist nur der zugesetzte industrielle Zucker. Uns interessieren die Kohlenhydrate im Gesamten. Das heißt, wir haben hier 50 Gramm Kohlenhydrate. Wir nehmen jetzt noch eine Paprika. Sagen wir mal, die hat 100 Gramm. Das sind 9 Gramm Kohlenhydrate. Und ich nehme ungefähr 10 Gramm Tomatenmark, das hätte dann nochmal so ungefähr 2 Gramm Kohlenhydrate, wären wir bei 11 Gramm Kohlenhydraten. Diese eine BE oder auch eine KE, es liegt ja dazwischen, lasse ich komplett weg. Zu guter Letzt nehmen wir noch 100 Milliliter Milch. 100 Milliliter Milch haben 5 Gramm Kohlenhydrate. Rechnen wir die 55 Gramm Kohlenhydrate jetzt durch 12, haben wir 4,6 Broteinheiten. Rechnen wir die 55 Gramm Kohlenhydrate durch 10, haben wir 5,5 Kohlenhydrateinheiten. Und von diesen errechneten Einheiten ist jetzt die Frage, was ihr benutzt und wie viel ihr dann spritzen müsst. Das war es auch schon mit der Berechnung der KE und BE. In meinem nächsten Video geht es ums Insulinschema. Tschüss!